Ja, Murdered Souls Suspect. So, nach dem erbitterten Dämonenkampf mit den Franzosen müssen wir doch uns jetzt ein wenig mal umsehen, ob wir hier vielleicht... Ach, da ist die Mimi. Ob wir vielleicht doch hier was finden. Wir untersuchen mal so ein paar Zellen. Weil ich möchte doch schon gerne hier alles untersucht haben, weil wir ja immer noch... Was ist das denn? Sieht aus wie so eine kleine Puppe. Wir müssen ja immer noch, ich glaube, 3 oder 4 Sachen aufdecken, um eine neue Geschichte zu bekommen, eine neue Geistergeschichte. Und ich finde die total cool. Ich hoffe, ihr natürlich auch. So, müssen wir mal schauen. Da stand auf jeden Fall jemand in der Ecke, das weiß ich. Hallo. Ach, er schon wieder. Diese Teile sind nicht meine. Wo bin ich? Arbeiten Sie hier? Zeigen Sie etwas Gnade. Ich wünschte, ich könnte helfen. Tut mir leid. Schmeckt wie Hühnchen. Was ist der da? Ein Herz? Schmeckt wie Hühnchen. Schmeckt wie Hühnchen. Ich wusste gar nicht, dass Herz wie Hühnchen schmeckt. Aber na gut. Wenn er das gegessen hat, ich weiß es ja nicht. So, auf jeden Fall alle Zellen unter so... Okay. Hä? Ja, im Übrigen werde ich auf jeden Fall dieses Jahr auf der Gamescom sein. Ich weiß gar nicht, wann das released wird. Vollständige Fixierung. Ach du Scheiße. Ist übrigens mein Let's Play-Stuhl. 1:1 nachgebildet, cool. Ja, ich werde dieses Jahr auf der Gamescom sein. Falls ihr mich da antreffen möchtet, ich bin am Donnerstag dort. Am Donnerstag, das ist der 6.8. Falls ihr da vorbeikommen möchtet, um mich zu treffen, könnt ihr gerne machen. Aber ich kann mich da darüber... Ah ne, das geht anscheinend nicht, okay. Das wäre auch zu einfach. Was soll das denn hier sein? Ach, das sind Duschen, okay. Kann man hier noch irgendwas finden oder so? Nein. Das wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Ich glaube, wir haben alles abgesucht. Drückt die Daumen, dass wir nichts vergessen haben. Und somit gehen wir weiter. Ach du Kacke, und die haben hier alle zugesehen. Boah, war das früher fies. Froh, dass es solche Zeiten nicht mehr gibt. So, Julias Gedanken. 29 von 38, glaube ich, war das jetzt. Ich fragte Rex, was er von Ronans Antrag hielt. Und er schenkte mir nur ein breites Lächeln. Er meinte, er mochte Roman immer. Ich glaube, er war bloß überrascht, dass er so etwas Gewöhnliches tun würde, wie mir einen Antrag zu machen. Aber er nahm es als gutes Zeichen auf. Ich denke, das sollte ich auch. Ja, ich glaube auch. So, ich hoffe, wir haben natürlich alle Julias Gedankenzettel gefunden. Oder werden sie finden. Obwohl ich da stark meine Zweifel dran habe. Aber dass wir die Stadt schon geklärt haben, ist schon mal super. Da haben wir ja schon mal einen guten Anfang gemacht, wie wir da erste Mal waren. Da hinten ist, glaube ich, schon wieder so ein... Okay, gerade war der Sound ein bisschen komisch. Weg! Einfach so abgestellt. Ja, da können wir uns hinporten. So. Wissen bedeutet nichts, wenn nicht an eine neuen Generation weiter gereicht? An eine neue Generation weiterreicht. Möge dieser Hörsaal, gebaut 1899, die Weisheit erfahrener Ärzte an zukünftige Generationen weitergeben. Ja, aber nicht mit solchen Methoden. Wohlgemerkt. Jawohl, haben wir geschafft. Ich hoffe, wir finden noch die letzten Sachen zum Aufdecken. Ja, da haben wir schon wieder eins. Wie viel brauchen wir noch? Noch ein. Oh, ich hoffe, wir haben keinen vergessen. Hey, Ronan. Hast du mich vergessen? Nein. Aber...
Ich muss mich doch ein wenig umsehen. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Ah, nirgendwo, okay. Was war das denn? Was? Ins grelle Licht gestellt, steht man vor der Anklage. Ins grelle Licht gestellt, steht man vor der Anklage. Der Pranger. Davon haben wir auch etliche vergessen, glaube ich, einen zu sammeln. Das war mir aber auch gar nicht so ersichtlich, dass man das jetzt so aufdecken konnte. Da musste man schon wirklich an die Wand dran gehen, dass man das sieht. Ja, nun gut. Ding. Komm, beeil dich. Hab sie. Ich such besser Joy und schaff sie her. Hab sie? Okay, sie ist in der Zelle hier. Ich möchte aber gerne kurz mal eben mich umsehen. So, Zeitungsartikel Nummer 5. In einer gestriegenen Pressekonferenz. Alte Salems Police Department bestätigte Polizeisprecherin Ingrid Larsen, dass kein Verdächtiger verhaftet wurde und es keine neuen Hinweise im Fall gibt. Während wir die Bürger Salems anhalten, ruhig zu bleiben und ihr normales Leben fortzusetzen, sagte Detective Larsen. Ermuntert wir gleichzeitig die Leute mit gleichen eventuellen hilfreichen Hinweisen an uns heranzutreten. Es liegt jetzt bei uns allen zusammenzuarbeiten, unsere Gemeinde sicher zu machen. Jawohl. Ist natürlich eine super Idee. Ja! Und ich würde sagen, die neue Geschichte, Mann in der Kiste, hören wir uns jetzt an. Viel Spaß. Ich war lange Zeit Inspektor für die Abteilung Psychiatrische Gesundheit im Ministerium. In dieser Zeit habe ich viele Einrichtungen und viele fürchterliche Dinge gesehen. Aber nichts kommt an die grausigen Ereignisse heran, deren Zeuge ich im Fairhaven-Sanatorium wurde. Ich reiste das erste Mal 1926 dorthin, um Behauptungen zu Überfüllung und Vernachlässigung zu untersuchen. Jedoch war Fairhavens Ruf schon vorher angeschlagen. In 1911 öffnete Fairhaven seine Tore zum ersten Mal. Ein berüchtigter, gewalttätiger Krimineller namens Jack Yates war der erste Patient. Er sollte das strahlende Beispiel der Kompetenz des Krankenhauses werden, die psychisch Gestörten zu heilen. Als jedoch die Familie des Leiters zu Besuch war, befreite Yates sich aus seiner Fixierung und tötete die Ehefrau des Mannes. Jahrelang wusste niemand, was mit dem Leiter oder Yates passiert war. Bis zu meinem Besuch. Als ich in der Anstalt ankam, begrüßte mich Leiter Wallace Halstead an der Tür. Vielleicht lag es an dem Trauma von vor ein paar Jahren, aber er schien so leer und ungepflegt wie seine Patienten. Als ich meine Bewertung vornahm, konnte ich nicht umhin, als zu bemerken, wie nervös er wurde, als ich an einer kleinen Besenkammer vorbeikam. Natürlich hielt ich es für nötig, herauszufinden, warum. Entgegen Dr. Halsteads Protesten öffnete ich die Tür und wurde von dem Gestank menschlicher Exkremente überwältigt. Als das Licht über uns anging, war ich anhand dessen, was ich sah, entsetzt. Ein ausgedörrter Mann lag in Ketten und völlig verdreckt am Boden. Viele Jahre der Dunkelheit hatten seine Haut, Haare und Augen milchig weiß werden lassen, als wäre er ein Geist. Er war so lange angekettet gewesen, dass seine Haut über die Ketten wuchs. Es brauchte einen Moment, bis ich in dieser Hülle eines Mannes Jack Yates erkannte. Die Polizei kam an und Dr. Halstead wurde fortgeschafft. Die Ärzte bewegten Yates das erste Mal seit 15 Jahren. Der Boden unter ihm war für immer mit einem Fleck in Form seiner Silhouette gekennzeichnet. Sie versuchten, die Fesseln unter seiner Haut zu entfernen, aber der Schock war zu viel für ihn.
Er starb am nächsten Tag. Ich sah zu, wie sie sein kleines Gefängnis zumauerten, versuchten, so zu tun, als sei es nie geschehen. Der geisterhafte Mann mag ein richtiger Geist geworden sein, denn die Angestellten der Anstalt behaupten immer noch, sein gequältes Jammern durch die Wände zu hören. Hui, das war wieder eine coole Geschichte. Alter Schwede, hey, so lange da angekettet zu sein. Huiuiui. Also ich muss sagen, ich finde die Geschichten sehr geil. Gefallen mir sehr, sehr gut. So, wir müssen sie auf jeden Fall retten. So, da ist Joy. Ja, komm rein. Verdammt. Und wir haben uns wegen der Schocktherapie Sorgen gemacht. Er hat bereits einen Dachschaden. Sag sowas nicht. Na schön. Finde heraus, was deine komatöse Zeugin zu bieten hat. Vertraut aus. Dieses bedeutet Schutz. Warte, Vertrag? Sie weiß es noch, sie weiß es noch. Okay. Tut mir leid, Kleine. Vielleicht hätten wir dich doch nicht gebraucht. So, Iris sieht mich. Iris kann mich sehen. Sie ist auch ein Medium. So, finde raus, was Iris weiß. Wow. Was zum Teufel? Sie hat mich rausgeschmissen. Okay. Mal sehen, ob mir irgendwas hier sagt, was mit dem Mädchen los ist. Tja, mal gucken. Stelle fest, was Iris über den Glockenmörder weiß. Umgekippt. Iris scheint im Moment sehr aufgewühlt zu sein. Kunsttherapie. Warum sollten sie ihr Stifte geben? Ist das irgendwie Teil einer Therapie? Das ist wahrscheinlich das Glockensymbol. Glocke? Dem Scheiter verbrannt. Würde ich jetzt mal behaupten. Okay. Okay. Symbol im Sand. Das betrifft einen Glockenmord, das Verbrennen eines Opfers auf dem Scheiterhaufen. Okay. Da haben wir nichts. Hier ist wahrscheinlich noch ein Hinweis. Jawohl. Aufgewühlt. Iris muss ihre inneren Dämonen mit dieser Zeichnung ausdrücken. Gejagt und gequält. Okay, Iris wurde von ihrem Angreifer gefasst. Ja. Aber wobei, was hat sie dabei gemacht? Das ist die große Frage. So, haben wir genug Hinweise? Ich glaube ja, ne? Ja. Das dürfte reichen eigentlich. Wofür sind diese Dinger? Für eine Art Kunsttherapie oder sowas? Macht. Nein! Blau. Blaue Augen. Kalt wie der Tod. Wer hatte blaue Augen? Und wie der Tod? Was soll das bedeuten? Blaue Augen. Wolfsaugen.
blaue Starren. Blaue Augen. Jemand mit blauen Augen verstörte Iris sehr. So, wie kann ich denn jetzt hier... Das war's doch, oder? Ah, hier gibt's auch noch was. Zwei Mädchen. Verbunden. Okay. Gefesselte Zwillinge. Iris hat eine Zwillingsschwester. Aha. Er wollte sie anzünden. Ach du Scheiße. Die ist bestimmt gestorben. Die Zwillingsschwester ist wahrscheinlich auf einen Scheiterhaufen gestorben. Dieser Mistkerl. Was passiert hier? Nein, nein, lauf einfach. Lauf. Lauf einfach. Geh. Lass sie in Ruhe. Oh nein. Lauf. 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 Nein. Es tut mir so leid. Rose hat Iris das Leben gerettet, aber mit ihrem eigenen bezahlt. Der Glockenmörder jagt junge Mädchen. Also, was war's? Was hast du gesehen? Armes Mädchen. Ihre Schwester hat sie befreit, als sie kurz davor waren zu verbrennen, aber sie konnte sich nicht revanchieren. Okay. Iris, alles okay? Bitte, was? Ronan. Oh, oh. Es ist Rose. Flammen. Sie war besessen. Ich hab dir gesagt, du sollst zurückbleiben. Wer seid ihr? Ich bin Joy. Du gehörst hier nicht hin. Die Pfleger. Mist, ich bin erledigt. Iris könnte die Antwort auf alles sein. Hilf ihr, hilf ihr. Na los, sie kommt mit uns. Nein, ihr nehmt sie nicht mit. Hör zu, willst du, dass die Pfleger sie mit Elektroschocks traktieren, dann bleibt sie. Willst du, dass sie in Sicherheit ist, dann kommt sie mit uns. Such's dir aus. Geht doch. So, verbrannten neue Hinweise. Iris und ihre Schwester wurden vom Glockenmörder gefasst. Iris entkam, aber ihre Schwester verbrannte. Verdammt. Was ist denn Scheiße? So, können wir hier die Tür zumachen? Wir müssen auf jeden Fall denen helfen. Die Frage ist nur jetzt, wo müssen wir hin? Müssen wir hier vielleicht... Ganz schön auf. Nee, keiner weiß was. Wir unterhalten uns hier doch nur. Wir unterhalten uns hier doch nur. Natürlich. Was haben wir hier Schönes? Poltergeist? Okay, wir müssen wahrscheinlich hier lang. Die Frage ist nur... Gibt's eine Kamera hier? Nein. Okay. Die Tür öffnen, machen wir. Los, kommt. Go, 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 go. Komm, 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 komm. Ich würde sagen, damit hätten wir es auch geschafft. Da kann ich nicht hin. Da kann ich nicht hin. Noch nicht. Aber jetzt.
Stadt betreten, natürlich. Hier drüben. Schnell ins Dunkle, die Luft ist rein. Warum werden meine schlimmsten Albträume noch schlimmer? Okay, gehen wir die Sache an. Ich dachte, ich würde das nie wiedersehen. Also, was weißt du über diesen Vertrag? Nichts, ich... Ach, komm schon. Es ergibt keinen Sinn. Er hat euch also nur gefragt, ob ihr von einem Vertrag wüsstet? Er hat nicht gefragt. Er wollte, dass ich zugeben, einen Vertrag geschlossen zu haben mit... Dämonen. Dämonen? Wir haben ihm nichts getan. Er hatte keinen Grund, uns so zu jagen, wie er es getan hat. Wie er es getan hat? Er ertränkt ein Mädchen und verbrennt ein anderes? Und woher kenne ich diesen Scheiterhaufen? Wo habe ich diesen Scheiterhaufen schon mal gesehen? Bei der Gala-Einladung, natürlich. Na klar. Das ist es. Okay, hör zu. Bring Iris zur Kirche. Sorg dafür, dass sie sicher ist. Ich komm später nach. Geh. Gut. Komm, Iris. Okay. Was zur Hölle hat die Garde im Museum mit dem Mord an Rose zu tun? Das klingt nach einem neuen Fall für Flexi. So, finde die möglichen Glockenmörder-Überlebenden in der Anstalt abgeschlossen. Versuche die Gala auf Verbindung zum Glockenmörder. Wir können den Glockenmörder oder seine Taten mit der Gala in Verbindung stehen. Untersuchung beginnen. Die Untersuchung beginnen wir aber erst in einer weiteren Folge. Und ich würde sagen, ihr schaltet dann wieder ein. Also, macht's gut. Ciao.